willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy, Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf! Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hier, du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Oh, und denk an... Ich stelle mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Wie schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tier geben? Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich. Da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben. Ah, Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Blödes Vieh. Was in Merlins Namen machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist echt nicht lustig. Los, komm. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel, so wie du es bei Gerald getan hast. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Ah, da sind Sie ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte. Bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht.
Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Ich muss mit dir reden. Komm her. Brauchst du etwas, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orkiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft. Ich nehme nicht einfach jeden mit. Du bist bisher der Erste. Wirklich? Tja, danke, schätze ich. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Keine Sorge, wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Bleib zurück. Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht, du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Was hältst du von Wolkenschwinge? Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste... Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolken... Das ist eine... Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein... Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Ich bin nicht oft einer Meinung mit... Der Einfluss der Wilderer weg. Die haben irgend... Das klingt seltsam. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Das ist eine gute Idee. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich... Du wirkst unbeirrt. Oh, also ich muss los, aber...